Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zu einer neuen Roundup. Die App FaceApp ist ja momentan extrem beliebt und steht in mehreren Ländern auf Platz 1 der Download-Charts. Viele Millionen User nutzen diese App momentan und das kann man total nachvollziehen, weil die Bilder, die dadurch entstehen, wirklich witzig sind. Mit der App kann man sein Gesicht in verschiedensten Varianten bearbeiten. Die momentan beliebteste Version ist allerdings die Älterungsfunktion. Ihr ladet ein Bild hoch, drückt auf den Altsein-Knopf und auf einmal seid ihr 40, 50 Jahre älter und das Ergebnis sieht halt wirklich unfassbar gut aus. Auf meinem Instagram-Profil habe ich übrigens auch so eine Bilderreihe angelegt, wo ich wesentlich älter bin, als ich wirklich bin. Übrigens, folgt mir gerne auf Instagram, heißt es auch Mr. Trashpack. Und den Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, den Hype dieser App kann jeder nachvollziehen und wirklich viele möchten es gerne ausprobieren. Jetzt allerdings schreien Datenschützer auf und sagen, Moment, das Ganze kann auch ziemlich gefährlich sein. Denn es ist wohl so, wenn ihr diese App nutzt, dann gebt ihr dem App-Betreiber wesentlich mehr Leserechte, als ihr eigentlich brauchen müsste, um die App zu betreiben. Des Weiteren sorgt man natürlich dafür, dass wenn man dort Bilder quasi hochlädt, dass Gesichter gespeichert werden und es sollen nun wohl auch schon über 150 Millionen Gesichter und Namen gespeichert worden sein. Ein weiteres Ding ist, sobald wir die App nutzen, räumen wir dem App-Entwickler auch das Recht ein, unsere Bilder kommerziell zu nutzen, was auch, das ist tatsächlich nicht so cool. Des Weiteren werden Daten gesammelt, wie oft man die App benutzt, über welches Gerät man diese benutzt und auch die IP wird gespeichert. Das sind allerdings Dinge, die andere Apps tatsächlich häufig auch machen. Gerade in den USA wird sich ziemlich Sorgen gemacht, weil die App tatsächlich aus Russland kommt und man weiß ja, die Russen und die Amis ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen will das FBI die App nun auch genauer unter die Lupe nehmen. Die Kritik an der App ist dem Hersteller aber natürlich bekannt und sie haben sich inzwischen dazu sogar auch schon geäußert. Diese sagen unter anderem nämlich, dass sie die Bilder, die hochgeladen werden, innerhalb von 48 Stunden wieder löschen werden und über die App könnte man sogar einen Löschantrag stellen. Das Problem dabei ist natürlich, als Nutzer kann man schwer nachvollziehen, ob die Daten wirklich gelöscht worden sind oder eben nicht. Außerdem hat der App-Herausgeber gesagt, dass die Server für die App gar nicht in Russland stehen, sondern in Amerika und teilweise von Amazon betrieben werden. Das läuft wohl über einen Cloud-Dienst und dieser wird eben von Amazon angeboten. Andere Server, die das Unternehmen nutzt, werden von Google gestellt und diese stehen dann in Irland und in Singapur zum Beispiel. Sie sagten allerdings auch, dass die Daten trotzdem auf russischen PCs gespiegelt werden können. Einige Politiker in den USA sehen diese App gerade als große Gefahr für die US-Bürger. Es könnte ja etwas Schlimmes mit den Daten angestellt werden. Ob aber wirklich eine Gefahr besteht, das kann man so eigentlich gar nicht sagen, aber eher wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, wer nicht so gerne Daten von sich im Internet kursieren haben möchte, der muss natürlich aufpassen, was für Apps er nutzt und er sollte im besten Fall dann auch mal die Nutzungsbedingungen durchliest, die, sind wir mal ehrlich, keiner durchliest. Oder bin nur ich ein Mensch, der die nicht durchliest? Ich bin mir ziemlich sicher, das liest sich keiner durch. Manchmal wäre es wahrscheinlich doch sinnvoller, aber ganz ehrlich, wir sind doch alle faul, oder? Zusammenfassend lässt sich eigentlich sagen, ja, auch FaceApp sammelt eine Menge Daten ein und natürlich könnte das auch für nicht so tolle Zwecke genutzt werden. In der Regel macht die App aber auch nur das, was ganz, ganz viele andere Apps auch machen und das sind eben Daten sammeln, die in der Regel zumindest nicht wirklich für eine Gefahr sorgen sollten. Ich habe euch ganz viele Infos zu diesem Thema auch nochmal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Lest euch das gerne durch, macht euch euer eigenes Bild, ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema. Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht auf kaufmeinscheiß.de, zieht euch geilen Merch rein und bis zum nächsten Video. Ich habe euch lieb, peace and out, euer Phil, bye!